Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Angezockt mit der Beta von Destiny 2. Und ich habe mal kurz reingesehen, das Spiel sieht so toll aus. Das muss ich euch einfach zeigen. Und wir fangen hier ganz am Anfang einfach mal an. Es gibt hier drei Möglichkeiten an Charakteren. Der Titan ist eher, er kann so beides machen. Der Hunter ist eher so der Damage-Dealer mit Waffen und eher der Warlock ist so ein bisschen der noch mit Magie am Start ist. Und ich habe den Warlock im ersten Teil schon gespielt, deswegen will ich euch einfach diesen mal zeigen. Ikora, if you tell me this is a practical joke, well, it kills me to say it, but I would be really impressed. Impressing you, Cade, is the easiest thing I'll do all day. Let's get serious, people. Zavala, this is my serious face. Can't you tell? Ikora, what have you got? Someone or something has sabotaged the Skyline defense systems. And comms have been spotty for the last few hours. Every sensor beyond the wall has gone dark. Maybe it's just the storm. Maybe it's... What are the set feeds telling us? Nothing. Well, that's good, right? No. I mean, they're not there. There are no satellites. And that's not good. Battle stations! Wenn das mal keine stimmungsvolle Einmarsch-Melodie und Trailer ist für ein Spiel, dann weiß ich es auch nicht. Da ist man doch jetzt richtig im Thema, dass man sagt, yo, da will ich jetzt definitiv mehr sehen davon. Natürlich wird das finale Spiel auch auf Deutsch sein, aber in dem Fall haben wir jetzt hier Englisch, wobei ich denke, das ist für die meisten machbar und ansonsten, die gar keinen Bezug dazu haben, die können sich einfach an den schönen Bildern ergötzen. Repeat, Tower Approach. This is City Hawk 723. Anyone home? No response on any channels. Even the emergency frequencies. What is going on back there? Remember when I told you that you fly too fast? Forget I said that. Fly fast. Ja, das schaut schon ganz gut aus, du. Und eine Sache will ich jetzt mal ganz klar mal euch darauf hinweisen. We need to find Zavala, Ikora and Cade. Achtet auf die Grafik. Die Grafik ist traumhaft schön, muss man einfach sagen, wie es ist.
Ich hab's einmal gesehen und ich bin aus dem Staunen zu Beginn einfach nicht mehr rausgekommen, weil ich so unfassbar geflasht war von allem hier. Die Texturen, wie geil das Feuer aussieht. Das ist einfach richtig, richtig nice. Es gibt auch Spezialfertigkeiten, eine Art Granate. Ich zeige euch die einfach gleich. Und natürlich, es gibt auch so eine Ultimate. Und die geht da mal richtig ab. Aber wie gesagt, achtet einfach so ein bisschen auf die Grafik. Gerade hier alles auf Hochstehend. So, das ist hier so die Granate. Ich glaube, da sieht man ganz gut. Die zeigt ganz schön. Dann gibt es so einen Nahkampfangriff auch noch. Der macht auch mal richtig noch Kabums. Hey, you two, give me a sec. Ja, der macht sein Ultimate an. Das ist der Hunter. Valor's doing the hero thing in the plaza. Me? I've got a date with whoever's behind this. It'll be a short date. Der geht auch mal richtig ab und dann zack. Ja, und tschüss. Das ist einfach wunderschön. Also, es schaut super, super genial aus. Und das ist noch nicht 4K. Ist so gesehen nur 2K. Over here, Warlock. My armory is open to you. Follow the path from there. It will lead you through the hangar to the plaza. I'll take care of these people. If the Cabal want war, give them war. Also, ja. Er ist auf jeden Fall eine coole Socke mit seinem Schwert. Super geil. So. Hier ab vor der Fight. Also, gehen wir mal ab für den Fight. Wir haben jetzt hier ein Energy Weapon bekommen. Das heißt, mit F1 gibt es hier unser Inventory und dann sehen wir, oh ja, hier Submachine Gun, die nehmen wir auf jeden Fall rein. Wir haben hier Auto Rifle, Pulse Rifle und eine Hand Cannon. Hand Cannon finde ich immer ganz geil, weil die machen ordentlich Damage. Und hier kann ich eine Fusion Rifle nehmen oder den Grenade Launcher. Man kann auch seine Rüstung auch noch entsprechend ändern. Hier ist die für Mobility oder Health Recovery. Das stelle ich mal um auf Health Recovery. Natürlich, im fertigen Spiel gibt es dann da noch viel, 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 viel mehr. Aber Mobility ist mir gar nicht, in Anführungszeichen, gerade so wichtig. Sondern ich will lieber ein bisschen auf die Health Recovery gehen. Ja, wobei, da lass mal die Mobility drin. Und hier beim Warlock, da kann man gar nichts machen. So, ja dann, Open Door und weiter geht's. Und wir müssen Zavala finden. So, jetzt ist das unsere Handfeuerwaffe. Die geht mal ordentlich ab. Hier unser Grenade Launcher. Ja. Oh, der hat aber nicht viel Schuss. Der gute Mann. Na gut. Müssen wir halt einfach so kompensieren. So, eine Ultimate bin ich euch noch schuldig. Oder eine Fertigkeit. Nicht die Ultimate. So. Das war die dann da noch. Da seht ihr, wenn man im Kreis steht, boostet man sich hoch. Da ist dann, hat man so ein bisschen mehr Power, sag ich mal. Das ist der Warlock. Also, jeder hat so seine Spezialfertigkeiten. Auch die Ultimate kann man noch verändern. Voidwalker oder Dawnblade. Ich zeige euch einfach mal beide, wenn ich es schaffe. Die erste Ultimate ist nämlich gleich ready. Das ist nämlich hier unten der Balken über der Waffe. Dieser eine graue Balken, den ihr da seht. Ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgekleiden. Ah, sorry. Da ist noch, aufgrund des Programms, mit dem ich aufnehme, kommt hier noch ein Alert rein. Lasst euch davon nicht stören. Da seht ihr schon mit der Waffe, da geht einiges. So. Wie gesagt, nach wie vor achtet auch einfach auf die Optik von dem Spiel. Das finde ich einfach super beeindruckend. So, da kommt schon jemand, der deutlich größeres Problem mit uns hat. Und deutlich unangenehmer zu der Centurion. Der ist schon mal ein deutlich stärkerer Gegner. Aber mit der Waffe, da geht halt einiges klar. Da hinten kommen noch mehr Gegner an. Aber mit der Granate
Dann machen wir es einfach mal so ein bisschen weg. Ich zeige jetzt mal die Handfeuerwaffe. Und da seht ihr schon. So, jetzt ist die Ultimate geladen. Sobald ich hier die Möglichkeit sehe, nur mit ein paar Gegner, haue ich die mal raus. Aber so eine Handfeuerwaffe, die macht halt immer richtig ordentlich Schaden. Look at the size of that thing. Must be their command ship. Guck mal auch hier, wenn das Ding jetzt gleich schießt. Wie das Ding sich bewegt, wie das abgeht. Und hier auch die Reflexionen im Wasser. Da sieht man es ganz schön gerade. Das ist wirklich ein super schön designtes Spiel. Jetzt kommen hier gleich mal ein paar Gegner. Und jetzt geht die Ultimate los. Das heißt, jetzt gehen wir mal ab. Machen hier in bester Schwingermanier. Und da seht ihr mal schon, jo, Ultimate läuft bei ihm. Also der Style von den verschiedenen Charakteren ist richtig nice. So. Will ich mal hier schnell Ultimate ändern. Da gibt es auch noch ein paar mehr. Auch die Vortex Grenade kann man natürlich dann alles noch umändern und sonstiges. Aber wir bleiben erstmal hier, dass wir hier die Ultimate ändern, dass wir da auch nochmal sehen, was kann denn der noch so. Also es geht schon ein bisschen tiefer und am Ende des Tages ist es wie in vielen anderen Spielen. Es geht natürlich um die Items, sich da ordentlich hoch zu pushen. Auch das kann man schon so ein bisschen in der Beta machen. Aber natürlich noch nicht so wirklich stark, muss man sagen. Okay, my ghost keeps tagging these Cabal as Red Legion. Cora, what do you got? They're elite, ruthless, and rumor is they have never known defeat. Until today. Today they face Guardians. But Zavala, they're attacking the Traveler. Auch der Schatten. Also auch wenn es banal ist, aber es schaut einfach wirklich super aus. Klar, der eine oder andere sagt, das Spiel muss so aussehen, aber ich finde es trotzdem einfach nach wie vor immer wieder beeindruckend, geile Optiken in Games zu sehen. Gerade das ist einfach stimmungsmäßig auch richtig nice. So, und da oben geht es rund. Da sind andere Spieler. Beziehungsweise hier müssen wir uns jetzt... Der muss schon revived werden, weil den hat es gerade schon dahin gerissen. Den holen wir natürlich wieder. Und da geht es jetzt rund, meine Damen und Herren. Da kommen, ihr seht es ja, da kommen jetzt nur drei Wellen in der Art und Weise. Oh, oh, oh. Incoming, fall back to my shield. Ah! Also wenn das heißt Incoming, dann wird es dann richtig unangenehm. Jetzt muss er mich da reviven. Hat geklappt, vielen lieben Dank. So, jetzt seht ihr, jetzt ist auch die Granate eine andere und jetzt sind wir supercharged. Das heißt, dann schaut es wie folgt aus. Das ist so ein fetter Angriff. Und natürlich, der eine macht mehr Schaden, aber dementsprechend. Oh, oh, oh. Bisschen fail, was ich jetzt mache. Gott sei Dank habe ich hier mich auf die Möglichkeit gezogen. Ah, ja. So, und jetzt geht's wieder rund. Jetzt schießt hier das Schiff wieder auf uns und dementsprechend müssen wir da in das Schild rein. So, perfekt. So, zack, hier einmal die Faust gegeben.
So, schaut ganz gut aus. Ich weiß nicht, wo mein Mate ist, weil wir hatten da gerade noch einen. Aber im Zweifel muss man das halt allein hinbekommen. Und jetzt geht's eh schon weiter. So, Ultimate, aber da waren die ein bisschen weiter auseinander gestanden. Das heißt jetzt darüber. Ich muss aber sagen, so vom Style gefällt mir die andere Ultimate besser. Und ich muss auch sagen, mir gefällt der Grenade Launcher nur so bedingt. Dann nehme ich doch wieder die Fusion Rifle. Der macht zwar ordentlich Rabatz, das ist schon ganz cool, aber eine Pulse Rifle. Ah, die schießt nur so. Ah, die schießt doof. Die Auto Rifle. Ne, wir bleiben hier bei der Hand Cannon. Hallo du. Naja, der macht's. So. Da geht's weiter. Ah, da ist. Er ist unterwegs. You will take no more from us. And you will find no mercy in me. Jo. Gut drauf, würde ich mal sagen. Nicht. She'll find the speaker. We need to move on that command ship. Now head to the North Tower. I'm sending Amanda Holliday to pick you up. Ja, der stellt sich aber auf einmal vor mich durch. Nur die Munition nicht auskennt. Die Granate ist geil. Oder die Fertigkeit ist ja keine Granate, sondern sein Skill. Man sieht schon mit der Kanone, da läuft einiges anders. Oh, das ist aber ein stärkerer. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Gerade die Raids sind dann echt deutlich taktischer. Und man die Waffe angucken. I need a ride? Ja, natürlich. Brauche ich einen Pickup hier. Zavala, picked up that Guardian you never showed up about? Get him on that command ship, now! Hold on back there! Genau. Also, wenn wir die hintreten sollen, wo es weh tut, dann bin ich auf jeden Fall da der Mann dafür. Da tue ich ja gar nicht lang rum. Deswegen lasst uns loslegen. Ich muss aber die Waffe jetzt erstmal ausbilden. Do
Aha. Das gefällt mir nicht. Also, dann ändern wir die Waffe schnell nochmal. Dann nehme ich da doch den Grenade Launcher, weil der ist wenigstens so ein bisschen cool. Das ist mein kleiner Helfer, meine kleine Helfer-Elfe, würde Krummel sagen. Okay, the shield generator should be at the bottom of the ship. Bottom of the ship, okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Und ihr seht, dass wir uns hier eben auf gegnerischen Territorialbereich befinden. Den hat es aber mal ganz schnell dahin gerafft. Keine Chance gegen mich. King, what's your status? Little low on ammo. The whole flaming fist kept burning out. Anyone heard from Akora? Not since you went for the speaker. Die Frage natürlich, habt ihr denn das erste gespielt oder sagt ihr das dann, nee, ist ja so gar nicht meins? Ich finde es halt einfach schon cool, so einen Shooter zu haben, bei dem man looten kann. Weg mit dir. Wenn ihr euch wundert, warum nimmt er denn nicht seine Ulti, werdet ihr gleich sehen. Wegen dem da nehme ich sie nicht. So, hier schnell in meiner Ding aufladen. Sehr schön, das lief perfekt. So, schnell rüber. Naja, schießt nur auf mich. So, ein bisschen Ding einsammeln. Geh weg. Sehr schön. Lief gut. Und aufpassen, diese Sniper, die machen gar nicht so schlecht Schaden. Die Stimmung wird dementsprechend epischer. Wo kam denn der her? Machst du das? Da unten ist auch noch einer. Bisschen verschmissen, aber alles noch im Rahmen. Jetzt denke ich. Wir sehen, die halten nicht viel aus, aber die nerven schon ganz gut. Diese kleine. The shield generator should be straight ahead. Also, dann gehen wir mal zum Shield Generator. Oder auch nicht. Ah, da ist wieder ein stärkerer.
Weil der hat in dem Fall mal gar keine Chance. Ja, ja, genau. Flieg du nur an. Hast du dir so gedacht. Und du bist mal weg. So, da ist der Shield Generator. All right. Destroy the turbines. The shield should fizzle. So, da müssen die Turbinen jetzt zerstört werden. Heat levels rising. It's working. So, musst du aufpassen, das Ding macht mich nämlich kaputt. Aber es läuft. Perfekt. Zavala, we did it. The shields are down. Oh, das ist schön. Zavala? Wollen wir es aufpassen? Jetzt müssen wir da raus. Und jetzt geht's hier nämlich auch nochmal. Ihr seht, das Schiff ist noch richtig am Arsch. Commander. How do we come back from this? You don't. Oh oh. Der ist mal richtig böse. Welcome to a world without light. Guardian, something's wrong. Oh oh. Look at me, creature. You are weak, undisciplined, cowering behind walls. You're not brave. You've merely forgotten the fear of death. Allow me to reacquaint you. Never deserve the power you were given. I am Gorm. And your light is mine. So, und damit haben wir uns die Beta angesehen. Halbe Stunde, perfektes Timing. Ich hoffe, ihr habt mal so einen kleinen Einblick von dem Spiel bekommen. Ich bin wahnsinnig geflasht von der Grafik und hoffe, dass sozusagen das Spiel so mir so ein bisschen länger Spaß macht als das erste. Das erste war nicht schlecht, aber muss irgendwie gestehen, das hat halt dann doch seinen Reiz dann auch bald verloren. Ja, damit bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, wenn ja. Und ansonsten geht einfach ganz schnell wieder weg. Also, Tschüssikowski, euer Alkaramba.